Es ist noch mehr als 2 Monate hin, bis Donald Trump im Januar zurückkehrt ins Weiße Haus als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Auf Breaking News müssen seine Anhänger aber nicht warten. Trump verkündet gerade eine Personalentscheidung nach der anderen. Und während die Fans jubeln, wie toll der alte, neue Präsident aufräume mit den vermeintlich korrupten Eliten, fragen sich nicht wenige, skeptisch bis fassungslos, wie viel die älteste Demokratie der Welt aushalten kann, ohne zu zerbrechen. Kerstin Klein. Please welcome the President of the United States. Kein geringerer als Hollywood-Legende Sylvester Stallone holt Donald Trump vergangene Nacht auf die Bühne. Und der lässt sich in Mar-a-Lago erneut von Anhängern feiern. Auch diesmal mit dabei Elon Musk. Der reichste Mann der Welt ist seit dem Wahlsieg eng an Trumps Seite, redet unter anderem bei Personalentscheidungen mit. Und er soll sich bereits mit Irans UN-Botschafter getroffen haben, posierte gemeinsam mit Trump und Argentiniens Präsident Milei. Alles ohne offizielles Mandat. Was für einen Job er macht. Und er mag diesen Ort. Ich bekomme ihn hier gar nicht mehr raus. Und wisst ihr was? Ich mag, dass er hier ist. Auch 2 von Trumps umstrittensten Kandidaten für seine neue Regierung sind mit dabei. Matt Gaetz, der Justizminister werden soll, und Robert F. Kennedy Jr., designierter Gesundheitsminister. Kennedy, Neffe von John F. Kennedy, war ursprünglich selbst als Präsidentschaftskandidat angetreten. Doch im Sommer zog er sich aus dem Rennen zurück und unterstützte Trump. Offenbar im Gegenzug für einen Kabinettsposten. Ich werde ihn loslassen auf das Gesundheitssystem, auf die Ernährung, auf Medikamente. Kennedy ist erklärter Impfskeptiker. So behauptet er ohne Belege, Kinderimpfungen würden Autismus verursachen. Ich werde niemandem die Impfstoffe wegnehmen. Wenn jemand seine Kinder impfen lassen will, wird das gehen. Aber ich werde den Amerikanern die Wahrheit sagen. Matt Gaetz Nominierung für das Justizministerium sorgt noch immer für Unruhe. Kritiker befürchten, er könnte ein willfähriger Handlanger für Trump sein bei der Verfolgung von dessen Gegnern. Nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 war Gaetz jedenfalls einer der ersten, der Trump in Schutz nahm. Zu einem Zeitpunkt, als sich die meisten anderen Republikaner von Trump distanzierten. Präsident Trump hat explizit zu friedlichem Protest aufgerufen. Sie können stöhnen und ächzen, so viel sie wollen, aber er war viel deutlicher in seinem Ruf nach Friedlichkeit als die Black Lives Matter und linksradikalen Randalierer mit ihrer Gewalt. Gegen Gaetz lief außerdem eine Untersuchung des Ethikkomitees des Repräsentantenhauses. Der Vorwurf, sexuelles Fehlverhalten und illegaler Drogenmissbrauch. Alle Trump-Minister müssen vom Senat geprüft und bestätigt werden. Eigentlich. Denn längst hat Trump eine weitere Möglichkeit ins Spiel gebracht. Sogenannte Recess Appointments. Dafür müsste sich der Senat selbst in eine Sitzungspause schicken und so den Weg freimachen für Trump, Posten allein zu besetzen. Das wäre ein herber Schlag für die Gewaltenteilung. Aber ausgeschlossen scheint es nicht.